Die Wissenschaft ist schon ein lustiges Spiel. Letzten Endes hinterfragt sie sich irgendwann nie mehr, wieso nehmen sie dieses Eigenschaft, dieses Verhältnis, diesen Kausalnexus an? Und am Ende lautet die Antwort, die Theorie scheint dann richtig zu sein, wenn die Vorhersage das Experiment bestätigt, beziehungsweise das Experiment die Vorhersage bestätigt. Die Grundfrage, wie der menschliche Geist tickt und das signifikanten Gerüst in diesem, also das mathematische Modell in diesem Zusammenhang, vor allem die letzten Begehrensreste immer offen lässt, wird dabei nie gestellt. Siehe unsere Ausführungen zum Fall Menon und zum Fall das 17. Kamel.